Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Redstone-Tutorial. Bevor ich hier loslege und zeige, was ich überhaupt machen will, muss ich mal ganz kurz ein paar Sachen sagen. Also, dieses Tutorial, was ihr jetzt seht, wird nicht nur auf meinem Kanal oder auch nicht nur auf dem Kanal von Minecraft der 1905 hochgeladen, sondern auch andersrum, quasi auf meinem Kanal von Weiß123Weiß und auch auf dem Kanal von Minecraft der 1905. Ich werde jetzt in Zukunft wieder aktiver Redstone-Tutorials machen, besonders weil es auch der Wunsch von vielen Leuten war. Und ja, was werde ich euch denn heute versuchen näher zu bringen? Das ist ein Steinscherepapier von mir gebaut. Und das ist schon ein bisschen lang etwas her, dass ich das hier rausgebracht habe. Für alle Leute, die das jetzt nicht so nachbauen wollen selber, können sich das Ganze runterladen. Der Link wird in der Beschreibung sein. Das ganze Tutorial wird so ein, zwei Parts sein, vielleicht sogar drei, aber ich denke, das wird sich eher bei zwei halten. Und ich werde das ganze Ding natürlich jetzt nicht nachbauen, das würde zu lang dauern, sondern ich werde nur quasi die wichtigsten Parts sagen. Zum Beispiel diese Verbindung unterirdischen da hinten werde ich zum Beispiel weglassen. Aber halt das Wichtigste, was man dafür braucht. Also erstmal spiele ich jetzt mal hier eine Mini-Runde, damit ihr auch seht, dass das hier überhaupt funktioniert. Also ich drücke den Startknopf, dann geht das Lämpchen an, dann habe ich halt eine Intervallzeit. Ich nehme hier Stein und hier auch Stein. Dann wird hier, kommt hier ein Stein raus, rot hat Stein genommen, blau hat Stein genommen und es wird unentschieden angezeigt. Dann mache ich das Ganze jetzt nochmal und sage, dass blau gewinnt. Also dann nimmt blau Schere und rot nimmt Papier, also soll blau gewinnen. So, hier sieht man das Gegner-Item gleich, genau. Und blau gewinnt. So, das ist das ganze Spiel schon, ziemlich schön und ja, wie gesagt, auch von mir dann ganz allein gebaut. Das ist mal etwas älteres dann. Gehe ich jetzt auch mal rüber. Quasi die Leute, die mich jetzt nicht kennen, quasi die von Minecraft 1905, stelle ich mich immer ein bisschen mehr noch vor. Ich bin der Vincent, auch Weiß genannt, keine Ahnung. Und ich spiele auch beim Team Battle PvP, beim PvP Battle Turnier mit. Und ein paar haben in die Kommentare geschrieben, das ist ein blödes Kiddy und so. Nein, ich habe einfach nur eine etwas höhere Stimme und ich bin 15 selber. Und ja, das ist eigentlich schon das Ganze hier. Dann lege ich auch jetzt mal direkt los. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, aber auch nicht so viel. Habe ich ein paar Schilder vergessen, die kann ich gleich hinzutun. Nehme ich mal direkt mit zur Hand. Also, ich habe hier, werde hier auch so einen kleinen Kasten entsprechend bauen, halt nur ein bisschen offener, damit man es besser sieht. Erstmal hier ist Team Blau und Team Rot. Papier, Schere, Stein. Mache ich mal jetzt direkt hin. Papier, Schere und Stein. Also, das allererste müssen wir gucken, dass wir diesen Startknopf machen. Quasi, dass es einen Intervall gibt, wo wir das machen können. Dann nehme ich mir auch mal wieder so eine Redstone Lamp und zeige es mal kurz drüben. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser, weil die mich ein bisschen stört. So, also hier ist es so, dass ich da oben den Knopf drücke. Und dann kommt ein Impuls hier raus, der dann hier runter geht. Und dann nicht da runter geht. Was labere ich jetzt schon für einen Müll? Quasi, ich zeige nur mal ganz kurz von innen, damit ihr seht. Also, dort, ich drücke diesen Knopf da unten. Und dann geht ein Impuls hier unten her und verdoppelt das Signal. Wie es verdoppelt, zeige ich gleich. Dann geht das Ganze auch wieder hier hoch und dann hier hin und aktiviert dann diese Lampe, die dahinter ist. Ich mache jetzt mal ganz frech hier kaputt. Da seht ihr die Lampe. So, das ist das Ganze schon. Es geht natürlich auch noch ein Signal hier weiter, aber dazu komme ich später. Also, wie verdoppelt oder eher gesagt nicht verdoppeln, sondern verlängere ich ein Signal, was eigentlich nur ein Knopfdruck kurz. Normalerweise, weil wenn ich jetzt einen Knopf drücke, würde ja die Lampe nur ziemlich kurz leuchten. Oh, ich muss was machen, damit es besser geht. So, wird nur die Lampe so kurz leuchten. Das wollen wir natürlich ein bisschen verlängern. Also, das ist ganz einfach zu lösen. Ihr nehmt einen Repeater so hin und ach dann, ich mache hier nochmal ein bisschen weiter hinten. So, einen Repeater hier hin und außen einfach ein paar hin. So, dann hier noch einen hin auf vollen Ausschlag. Und, okay, jetzt habe ich sie kaputt gemacht aus Versehen. So, Redstone und wieder auf vollen Ausschlag. So, wenn ihr jetzt den Knopf drückt, werdet ihr was sehen. Es kommt ein Signal, aber es geht kurz aus und dann wieder an. Quasi, es sind zwei Signale. Macht euch keine Sorgen darüber, weil wir müssen das öfters bauen. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn man es öfters baut. Wieder so einen Repeater hin auf Nullausschlag, die wieder alle auf voll. So, vollen Ausschlag. Und vollen Ausschlag. So, wenn ich jetzt den Knopf drücke, bleibt es ein Signal. Achtet mal, es ist die ganze Zeit nur ein Signal. Deswegen, falls ihr das jetzt so macht, reicht das dann. So, ich mache das jetzt noch einmal, dann sollte das Signal eigentlich auch reichen. So. So, und wie gesagt, falls ihr hier das geguckt habt und sagt, oh, du hast total viel zum Schluss vergessen, wie gesagt, es kommt dann noch ein Teil 2 auch. Deswegen einfach nicht wundern. Gut, dann habe ich das jetzt fertig. Dann mache ich mir auch wieder eine schöne Redstone-Lamp hier oben drauf. Wie gesagt, ich mache das Ganze offener, damit man das auch sieht.
Dann nehmt ihr, ich mache das immer so, Glowstone. Ihr werdet gleich sehen, was das bringt. So, ein dahin und dahin. Falls ihr ein paar Redstone-Grundlagen sehen wollt, da auf meinem Kanal habe ich ein paar gemacht. Erst nicht, zwei Stück habe ich insgesamt gemacht. Könnt einfach auch mal gucken, falls ihr so Basics einfach nicht wisst. Also ein paar so Standards muss man schon drauf haben, um sowas zu bauen. Klar, man kann es jetzt komplett abbauen, aber dann finde ich, kann man auch dann direkt die Welt runterladen. Also, Glowstone ist halt ein besonderer und kann halt so schräg hochgehen. Quasi, ich drücke jetzt den Knopf. So, die Lampe geht an, bleibt auch eine Zeit lang an. Und geht wieder aus. Perfekt. Damit haben wir schon an sich die Lampe gemacht. Jetzt ist das Schild ein bisschen blöd, aber damit müssen wir jetzt leben. Ich kann jetzt einfach mal was machen. So. So. Und so. Gut. Time set one. So, dann sieht man noch das schöne Startschildchen. Also, jetzt müssen wir zum nächsten Punkt kommen, dass man auch in diesem Intervall auswählen kann, dann auch diese Steinschildpapier, weil wenn man das normalerweise da hinten drückt, quasi ich aktiviere den Startknopf gar nicht und drücke das da hinten, ich simuliere das jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt hier auf den Knopf da gedrückt, geht das hier, aber es bleibt da direkt hängen. Also, es muss erstmal der Startknopf aufgedrückt werden und das machen wir mit einem Pisten, da seht ihr es. Also, macht euch am besten erstmal genug Platz, deswegen mache ich das hier so ein bisschen weiter weg. Was das da hinten ist, zeige ich euch später. Ich habe das nochmal vorgebaut, damit ich nicht so viel Zeit verliere. Gut, also, ihr macht euch, ich mach's mal, bis hierhin sollte eigentlich ganz gut sein. Dann macht ihr euch so einen, weil es Team Rot ist, mache ich das immer so, müsst ihr nicht machen. Sogar hierhin, dann habe ich noch mehr Platz und einen Pisten dahinter. Gut. Dann am besten noch hier so ein Repeater davor, damit auch genug Ausschlag ist. Normalerweise zähle ich ab 15, aber hier soll ein bisschen flotter gehen. 15 abzählen, weil Redstone-Signale gehen ja nur 15 Blöcke weit. So, das gleiche machen wir jetzt auch noch hier. So, ein bisschen rüber noch. Ein bisschen vorher am besten. Damit wir auch schön Platz fürs andere noch haben. Perfekt so. Erstmal so. So. Gut, dann auch noch hier hin. Und dann noch das letzte. Dann wäre das erstmal hier geschafft. So, ich mache es nur für die eine Seite, weil ja, ihr seht es ja, wie es gebaut wird. Dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich es dann noch für die andere Seite baue. Dup, dup. Und dann noch einen Pisten hin und die rote Wolle. Dann seid ihr hiermit schon fertig. Dann verbindet ihr jetzt das Ganze damit. Also einfach hier Redstone-Strang hier schön rüberlegen. Am besten nicht so. Ist zwar leichter, aber man kommt hier nicht mehr her. Deswegen macht euch am besten eine schöne, einfache Brücke. Gut, simpel, aber funktionell. Und schon könnt ihr auch das Signal hier unten ergehen lassen. Und die beiden powern sich nicht gegenseitig. So, das gleiche macht ihr dann auch hier wieder. Bisschen lästig, aber es ist einfach ein bisschen notwendiger. Weil sonst müsstet ihr die Brücke von der anderen Seite machen. Und das finde ich irgendwie blöd. Gut, hier wieder auch noch eine Brücke. Und fertig. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Signal auch reicht. Ich mache mal noch einen Repeater hin, dann sollte es eigentlich bis nach da hinten auch gehen. Ich teste es einfach mal, ob es auch bis nach hinten abgeht. Ach, ich habe einen Redstone vergessen. So, das geht jetzt auf. Ich zeige es jetzt nochmal. Also achtet mal darauf. Ich drücke den Knopf, die fahren sich aus. In dieser Zeit, in diesem Intervall habe ich Zeit, den Knopf zu drücken und dann fahren sie wieder zu. So, das ist das Ganze schon. Ich mache hier noch einen Repeater hin. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Hauptteil. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also, normalerweise könnte man ja dann einfach mehrere Knöpfe öfters drücken und dann wären es ja mehrere Signale. Das hübsche Ding hier ist dafür da, dass ein Signal gespeichert wird und auch nur einzeln gemacht wird. Quasi, es ist dann nur ein Signal und auch dann wird es auch gespeichert. Ich gehe mal rüber. Ich habe nur die Kohle gemacht, damit es flotter geht. Und hier seht ihr den Ansatz. Hier seht ihr dann auch, sie habt ja auch, habe ich auch so hübsche Brücken gemacht. Das Signal geht drunter her und schließt sich dann da vorne an. Das hier ist wieder was mit dem Resetten zu tun. Das mache ich dann später. Also erstmal macht ihr, habe ich hier, wie ihr seht, ist das genau die gleiche Grube. Da macht ihr euch einfach hier vor, quasi hier seht ihr die Redstone-Fackel, damit es noch mittiger ist. So seht ihr es. Macht ihr euch dann hier an den Ecken diese kleinen Blöckchen, wo ihr dann das ansetzen könnt. Also genau. So. So. Und so. Ich habe jetzt ein bisschen enger gebaut, aber das wird hier schon klappen. So, so. Fackel, Fackel, Fackel. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Dann, hier wird es auch ein bisschen enger. Dann, ich mache das jetzt mal ganz einfach, weil es jetzt hier ein bisschen mir zu eng ist. Mache ich mal einen ganz kleinen Cut und schalte mal gleich wieder dabei, wenn ich es ein bisschen nach hinten verschoben habe. Bis gleich.
Hallo Leute und willkommen zurück vom kleinen Cut. Es hat sich nicht viel verändert, aber doch ein bisschen was. Erstmal habe ich hier so kleine drei Wolleblöcke mit dem Knopf hingestellt, damit ich nicht die ganze Zeit zurücklaufen muss, um das zu aktivieren. So, was hat sich hier verändert? Also, ich mache jetzt einfach mal so, als würde jetzt hier den Knopf durchwenden. Ich glaube, das war irgendwie jetzt Papier. Also, ich drücke Papier. Was passiert in dem Vorgang Papier? Erstmal wird das Ganze hier gespeichert. Wenn ich jetzt hier das hier drücke in der Mitte, ich glaube, das ist Stein, ich weiß es wie gesagt nicht, wird das entspeichert und das wird gespeichert. Und wie funktioniert das? Erstmal werden zwei Signale werden insgesamt gesendet. Ich drück es und habt ihr gesehen, da hinten, das geht auch an. Ein Signal geht erstmal den Turm hoch, macht das hier an, da, wie gesagt, runter. Ich mache mal ein besseres Beispiel, damit es da leuchtet und verwirrt ist. Also wenn ich jetzt hier drücken würde, würde das hier angehen, hier runterlaufen und dadurch die Fackel deaktivieren. So, was es gleich für eine Bedeutung hat, zeige ich. Wenn nämlich deaktiviert ist, heißt es, dass es ausgewählt ist. Man muss es dann gleich, weil sie, wenn man es dann aktiviert haben will, falls anders muss man dann es umkehren. Wie, zeige ich gleich. So, aber und dann geht noch ein zweites Signal her. Quasi ich drücke hier den Knopf und hier geht es noch an und diese Fackel powert, dann entpowert das Ganze. Dadurch geht diese Fackel wiederum an und dadurch wird das Ganze von allen resettet. Darum ist dieser Repeater so wichtig, weil würde der nicht drin sitzen, würde das Resetten und das Neuauswählen gleichzeitig passieren. Deswegen ist es wichtig. Es ist ein bisschen komplizierter, diese Stelle. Falls es nicht versteht, nehmt es einfach so hin, wie es ist. Baut es dann euch ab und ja, das ist es. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass ihr die Repeater habt, sonst wird das Zurücksetzen und das Neuauswählen gleichzeitig gemacht. So, das ist jetzt der ganze Punkt. Perfekt. Dann habt ihr jetzt schon einen ziemlich großen und schwierigen Teil der Maschine erklärt. Ich kann sogar sagen, das ist einer der schwierigsten. Als nächstes, quasi in der nächsten Folge, es werden auch nur zwei dann sein, denke ich, werde ich euch zeigen, wie ihr das Ganze. Aber falls ihr irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Ich denke, besser ist es sogar noch fast, mir eine private Nachricht zu schreiben. Falls ihr mich, wie gesagt, bei Skype adden wollt, dort könnt ihr mir dann auch Fragen stellen. Ich schreibe es einfach mal in den Chat. Weiß, 1, 2, 3, Weiß, YouTube. Das war's eigentlich schon. Wie gesagt, ich würde mich gerne über eine ehrliche Meinung freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.